Okay. I think this is good. Wow. Moin moin. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Jo, wir sind gerade aus den Marken herausgefahren. Also die Marken liegen hinter uns. Ja, wenn ihr die Marken noch nicht kennt, kein Wunder, denn das ist eine der unbekanntesten Regionen in Italien. Wollen wir euch die schönsten Orte zeigen, die wir bereist sind. Ja, es auf jeden Fall gibt bestimmt noch super viele schöne andere Orte. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Uns hat es super, super gut gefallen. Ja, aber jetzt zeigen wir euch auf jeden Fall schon mal einen kleinen Teil dieses wunderschönen, unbekannten Ortes. Ja, Stück Italiens. Stück Italiens. Ja, ein paar Sehenswürdigkeiten rausgesucht, Regionen rausgesucht in den Marken, die aber gar nicht ja, wie eine Rangliste klingen sollen, sondern das sind alles einzigartige Orte und wir haben uns 8 Stück davon für euch rausgesucht und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal in den Marken wart, ob ihr überhaupt was davon gehört habt. Denn als wir das erste Mal von den Marken gehört haben, dachten wir erstmal, was soll das sein? Also wo soll das auch sein? Also wir mussten es auf jeden Fall auf der Karte erstmal suchen. Dann habe ich auch mal, wo dann halt für uns feststand, dass wir dieses Jahr hinfahren werden und uns das mal anschauen werden, habe ich nach YouTube-Videos gesucht und da gab es, muss ich sagen, auch ziemlich wenige Videos darüber. Ja, auch so Reise- oder richtige Dokus über die Marken. Ja, was mich auch total verwundert hat, weil eigentlich sind ja die Deutschen sehr reiseverliebt, gerade in Italien, und man findet wirklich zu jeder Region findet man auch Dokumentationen oder Reportagen von öffentlich-rechtlichen Sendern. Also ja, von Arte, NDR, WDR. Was ist los mit euch? Wo wart ihr? In den Marken auf jeden Fall nicht. Und noch nicht. Genau, deswegen haben wir uns gedacht, wir machen uns die Mühe und stellen ein paar wunderschöne Orte für euch zusammen, denn die Marken sind wirklich ein unberührtes Stück Italien mit authentischer Landschaft und ja, fantastischen Leuten. Also, wir fangen mal mit einer Stadt an, die an der Küste liegt, an der Adriaküste. Und es ist einfach, ja, wunderschön. Und zwar ist das Fano. Ja, Fano hat eine super süße Altstadt, hat auch nur 40.000 Einwohner und ja, auch einen richtig hübschen Strand, finde ich. Der fährt jetzt weg. Es ist immer das Gleiche, wenn man vloggen will. Dann machen wir weiter mit Pesaro. Plus Umgebung. Plus Umgebung. Hat uns auch sehr gut gefallen. Überraschenderweise hatte es auch einen super schönen Strand in der Stadt. Das Wasser war super sauber, super klar. Und anschließend sind wir dann zu dem Castello del... Schon wieder vergessen. Gerade haben wir es noch gelesen. Warte. Castello de... Gradera. Castello di Gradara. Gradara. Castello di Gradara. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Castello, also so ein Burg-Schloss-Mix, nicht zu den touristischen Zeiten kommen, also sehr früh morgens oder eher ein bisschen am Nachmittag und man hat eine traumhafte Aussicht auf die Umgebung und man kann in der Burg ein bisschen schlendern und kriegt so ein
ja, Gefühl, wie das wohl früher gewesen sein kann. Was mir persönlich auch sehr gut gefallen hat, war um Pesaro herum der Punkt, der Aussichtspunkt Tetto del Monde. Tetto del Mondo. Fand ich sehr schön. Also eine traumhafte Kulisse aufs Meer und ich glaube, so eine krasse Aussicht, wie wir sie selten hatten. Man konnte von dort aus bis nach Riccione, man konnte San Marino gesehen. Ja. Also richtig süß. Richtig top. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt und das ist Fossombrone. Und dort sind wir einfach durch die kleine Altstadt geschlendert. Es ist super süß, aber achte drauf, dass die auch Fiesta machen. Also zwischen 13 Uhr und 16.30 Uhr. 16.30 ist ja immer alles geschlossen. Ist ja fast wie ausgestorben. Es ist auf jeden Fall, am Samstag gibt es einen großen Markt. Mhm. Der ist riesengroß. Da kann man sich wirklich drin verlieren. Da gibt es Essen, Staubsaugermesser, Essen. Essen ist schon noch mehr Essen. Klamotten. Ganz viele Klamotten. Von dort aus sind wir dann zum Furlopass gefahren. Und zwar gibt es da so Canyons, wo man auch richtig schön baden gehen kann. Eiskaltes, klares Wasser. Wir werden euch einen Punkt, wo man richtig schön baden kann, in so einem Wasserfall, in der Videobeschreibung verlinken. Es ist auf jeden Fall ein richtiger, traumhafter Ort, weil ja, man da, glaube ich, auch im Sommer, wenn es 30, 35, 40 Grad hat, man da eine richtig schöne Abkühlung findet und schattige Plätzchen findet. Dann kommen wir jetzt für uns an dem schönsten Strand von den Marken. Ja, wahrscheinlich an. Für mich persönlich sogar einer der schönsten Strände, auf dem ich jemals gewesen bin. Das Wasser war super schön, auch wenn es an dem Tag ein bisschen wellig war, aber es war einfach ein traumhaftes klares Wasser. Der Strand riesengroß, sodass jeder seine ruhigen Plätze für sich finden kann. Mit viel Natur. Und die Kulisse außenrum. Also man hätte auch, auf Bali oder keine Ahnung wo sein können. Ja. Also es war einfach so krass und so riesig alles. Und also es war einfach so schön, dass man halt einfach gar nicht gedacht hat, dass man in Europa ist. Aber wir kommen zu dem Strand. Wir lassen einfach die Bilder für sich sprechen. Ich würde sagen, let's go, Mezzavalle. Nächsten Punkt auf unserer Karte haben wir Senigallia. Und zwar ist Senigallia wie Fano und Pesaro auch eine Küstenstadt, hat aber auch eine sehr schöne, verschlafene Altstadt. Persönlich hat uns das sehr gut gefallen, auch wenn ich sagen muss, dass in dem Zeitpunkt, als wir dort waren, leider ein paar Tage vorher eine schlimme Flutkatastrophe war.
Genau, wir wollten alle zusammen zum Markt gehen, was dann ausgefallen ist. Und man hat noch sehr viele Schäden gesehen. Es war eine schlimme Katastrophe. Und ja, es war echt sehr traurig anzusehen. Ja. Auch krass zu sehen, wie hoch das Wasser innerhalb von wenigen Sekunden gestiegen ist. Also ich sage wirklich Sekunden, weil man hat hier von einer sogenannten Wasserbombe gesprochen. Es kamen mehrere hundert Liter auf den Quadratmeter innerhalb von wenigen Minuten runter und das Wasser hat sich einfach seinen Weg gesucht und eine richtig krasse Zerstörung hinterlassen. Ja, das war echt ziemlich tragisch. Aber solltet ihr hier sein, ja, stattet Senegal ja einen Besuch ab, denn es ist nichtsdestotrotz eine sehr schöne kleine Küstenstadt. Jetzt von der Küste direkt ins bergige Hinterland und zwar nach Urbino. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, weil ich glaube, das ist ein bisschen bekannter, Urbino. Ja, auf jeden Fall ein wunderschönes Dörfchen. Habt ihr schon mal gehört, dass es in einem kleinen Dörfchen zwei Universitäten gibt und da richtig viele junge Leute leben? Also das fand ich eine richtig krasse Atmosphäre, weil man denkt, oh, hier leben ja kaum junge Leute, alles nur so ein bisschen verschlafen. Aber Urbino hat mich richtig von den Socken gehauen. Man hat eine tolle Kulisse, auch halt, ne? Die Berge drumherum und die Kirche. Also es war auch auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Für mich die perfekte Stadt, weil sie ist klein, überschaubar, sie liegt in echt einer wunderschönen Natur und sie ist belebt. Also sie ist nicht einfach nur verlassen und von Touristen besucht, sondern sie ist wirklich belebt. Und ich würde euch empfehlen, nach Urbino zu gehen, egal ob mit dem Van oder ja, zu Fuß, per Fahrrad, per Hotel, wie auch immer. Geht auf jeden Fall nach Urbino. Kommen wir zum letzten Ort und zwar ist das Yesi und Umgebung. Ja, Yesi liegt so ein bisschen weiter im Landesinneren von Ancona und die ganze Umgebung ist einfach ein absoluter Traum. Also ihr werdet viele Olivenhaine finden, Weinberge finden, es gibt ja ganz viele kleine süße Bergdörfer wie zum Beispiel Cupra Montana, in dem eines der ältesten Weinfeste Italiens stattfindet. Dann, was wollte ich jetzt noch sagen? Es ist auf jeden Fall super grün hier in den Marken, was auch sehr, sehr schön ist. In der Nähe von Yesi gibt es einen Berg, der heißt Monte Murano. Ah, das wollen wir noch sagen, ja. Und von da aus habt ihr eine unglaublich fantastische Sicht bis runter an die Küste. Und bei gutem Wetter, hat man uns gesagt, kann man sogar Kroatien sehen, was hunderte Kilometer weiter weg ist. Also auf jeden Fall schon ein gutes Stück, was man da schauen kann. Und auf der anderen Seite kann man richtig tief ins Apenningebirge hineinschauen.
Also uns hat die Umgebung um Jesi so gut gefallen, dass wir zu 100% fest planen, wieder zurückzukommen. Auf jeden Fall. Also uns hat die Natur gefallen, die Atmosphäre, die Menschen, einfach alles. Wir haben uns sehr wohl in den Marken gefühlt und wir wollen auf jeden Fall noch mehr sehen. Also kommen wir auf jeden Fall wieder. Ja. Also wenn ihr Lust habt auf authentisches Italien, auf gutes Essen, auf eine krass tolle Landschaft und auf richtig freundliche Leute, dann seid ihr in den Marken genau richtig. Und ich glaube, wir versprechen nicht zu viel, wenn wir sagen, es wird euch richtig gut gefallen. Ja, dann hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat und dass wir ein bisschen euch durch die Marken mitnehmen konnten, dass ihr auch ein kleines Bild bekommt. Und ja, dass es dann vielleicht einer der wenigen Videos auf YouTube ist mit ein bisschen Marken-Content. Bisschen Marken. Zumindest das, was ich gefunden habe. Ja, und wir sind jetzt mittlerweile, ja, wie gesagt, die Marken haben wir leider jetzt hinter uns gelassen. Es ist uns richtig schwer gefallen, aber wir müssen eine Fähre kriegen, denn in ein paar Tagen geht es für uns nach Sardinien. Und auf dem Weg von den Marken nach Sardinien werden wir Umbrien durchqueren. Und da wollen wir uns natürlich auch noch ein bisschen was angucken. Und was wir in Umbrien tun und ja, was wir da so erleben, das wissen wir selbst nicht, aber das seht ihr und wir in der nächsten Woche. Also wünschen wir euch alles Gute, bleibt immer stabil und gesund. Ein bisschen wild ist auch in Ordnung. Vergesst nicht, guten Kaffee zu trinken. In diesem Sinne, tschüss. Bis nächste Woche. Okay. Eine Kaffeeschnute. Ich bin ein Kaffeeschnutzko. Also zwischen das ganze Video. Vielleicht. Aber das ist so da drinnen, das sieht man gleich nicht vorne auf. Das ist was zu essen. Ja.